Der erste Schritt beim Brauen nennt sich Einmeischen. Einmeischen stammt aus dem altdeutschen Sprachgebrauch und bedeutet nichts anderes als wischen. Mischen. Wir mischen die ersten zwei Rohstoffe, die da wären Malzschrot und Brauwasser. Jetzt schneide ich den Sack auf, dieses Malzschrot, der das Malzschrot beinhaltet, und dann vermische ich das in dieser Pfanne, in dieser Sudpfanne, in unserem Sudgerät, mit dem weichen bergischen Brauwasser. Der nächste Arbeitsschritt ist das sogenannte Abläutern. Hierbei werden die festen von den flüssigen Bestandteilen getrennt. Hierzu benötigen wir unseren Läuterbottich mit dem eingebauten Hackwerk. Der wichtigste Schritt bei der Bierherstellung ist die sogenannte Qualitätssicherung. Hierbei wird die Sensorik geprüft. Das heißt, Geruch und Geschmack der einzelnen Biersorten werden ständig und jeweils unter fachoptischem Publikum verkostet. So, das wichtigste Kriterium bei der Bierverkostung ist die Farbe, der Glanz und die Schaumbildung des Bieres. Und das werden wir jetzt fachkundig prüfen. Bitte halten Sie Ihr Glas Bier gegen das Licht und schauen sich die Farbgebung an, die Schaumbildung, die Schaumkrone. Und dann sage ich sehr zum Wohl. Ja, Prost. Zum Wohle. Wohlsein.